whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute war ich mal wieder eingeladen und zwar von Borco. Und ich sitze hier neben Mario Kappes. Er ist Markenbotschafter für Borco und Borco vertritt die Nikka Whiskys in Deutschland. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du kommst aus der Bar-Szene, bist jetzt seit April bei Borco. Wie kommt es, dass dich jetzt zum Whisky verschlagen hat? Ah ja, zum Whisky verschlägt sein als Barmann schon recht schnell. Also ich habe natürlich in den 21 Jahren, die ich hinter der Bar gestanden habe, sehr, sehr viele Berührungspunkte mit den unterschiedlichsten Arten von Whisky gehabt. Sei es Bourbon, sei es Scotch, sei es dann aber halt auch der japanische Whisky, der in den letzten Jahren immer stärker wurde. Borco als Familienunternehmen hat mich schon immer sehr angesprochen. Wir waren schon einige Jahre immer wieder so ein bisschen am Schauen, ob wir nicht vielleicht mehr zusammen machen können. Und so bin ich dann schlussendlich mit der Entscheidung schwanger gegangen, dann auch Markenbotschafter zu werden in dem Haus. Meine Familie war da sicherlich dann auch so ein bisschen federführend. Jetzt ist die Tochter eingeschult, hat nur noch am Wochenende Zeit. Das heißt, es ist auch ganz schön, selber mal am Wochenende frei zu haben. Oh ja. Das war als Barmann in den 21 Jahren nicht so wirklich möglich, aber jetzt habe ich doch das ein oder andere Wochenende mal mit der Familie. Mhm. Ja. Also und ich Whisky, Whisky ist natürlich schon immer eine Leidenschaft gewesen, egal welche Art von Drinks wir besprechen, egal wie wir in der Historie unterwegs sind. Viele, viele Drinks aus dem klassischen Segment basieren auf Whisky und von daher war es sehr naheliegend, sich da auch mit Whisky auseinanderzusetzen. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, mit 25 wäre ich noch nicht so der Whisky-Botschafter gewesen. Mit jetzt Nummer 42 nimmt man mir das ein bisschen mehr ab, dass ich abends auch mal mit einem Glas Whisky sitze. Mhm. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Wir haben sie ja heute Abend alle probiert. Ja. Wir werden uns jetzt nicht nochmal durchprobieren. Ich reise ja irgendwann bald mal nach Japan und werde mir das Ganze auch, hoffentlich auch eure Brennereien anschauen. Und kannst du mir da irgendwelche Tipps geben? Was macht man so, wenn man die Kultur in Japan erleben will, wenn man vor allem den Whisky will ich erleben? Was macht man so? Wie geht man auf die Leute zu? Wie trinken die Leute in Japan Whisky? Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich ist Whisky in Japan eine Kategorie wie viele andere auch. Man hat auch da eine große Bandbreite an Spirituosen. Whisky ist ja nur durch Masataka Takatsuru erst in den späten 20er Jahren, Anfang der 30er Jahre in Japan überhaupt erst etabliert worden. Und dann dauerte es auch noch eine Zeit lang, bis er den richtigen Ton gefunden hatte, was die Leute dann wirklich mögen. Das heißt, es ist jetzt keine typisch japanisch-traditionelle Spirituose, sondern eher eine, die auch einem schottischen Vorbild folgt. Und deswegen ist es, glaube ich, für dich, wenn du nach Japan reist, relativ einfach, weil du recht open-minded in einer Bar sitzt und dir Sachen empfehlen lässt. Das nennt man in Japan Omakase. Omakase. Oh, ja, ich habe wahnsinnige Angst vor der Sprache, weil es einfach so weit weg ist von dem, was wir in Europa kennen. Ich war zwar schon ein paar Mal in Asien, aber meistens dann doch irgendwo gut behütet. Indien war ich mal, da war Eigenregie, ging eigentlich. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es in Japan ist. Also ich habe sie hier probiert. Sie haben mir sehr gut gefallen, waren schön ausbalanciert. Doch etwas milder, als ich erwartet hatte. Paar Fragen habe ich auch mitgebracht. Wie sieht es aus? Wir haben hier einen 12-Jährigen und die restlichen haben jetzt kein Alter. Ist es in Japan eher üblich, weniger mit Altersangabe zu arbeiten oder kommen da welche in Zukunft? Na, ehrlich gestanden ist es in Japan so, dass man nicht so ganz damit gerechnet hat, dass international dieser Whisky so viel Erfolg haben wird. Deswegen gibt es natürlich viele Single Malts etc. auch mit einer Altersangabe. Es gibt einen 17-Jährigen, es gibt einen 25-Jährigen, es gibt auch einen wunderbaren 40-Jährigen. Das ist alles ganz großartig, aber natürlich in sehr geringen Mengen zur Verfügung gestellt, weil es halt einfach nicht mehr so viel gibt. Ich kann dir aber versichern, habe mit einigen Leuten sprechen können in den letzten Monaten in meinem Job. Es wird wieder viel mehr Whisky mit Age Statement geben. Allerdings brauchen wir dafür noch 2-3 Jahre Zeit, bis die Whiskys soweit sind, dass wir sie wieder mit Altersangabe versehen können und auch rausgeben können. Whisky braucht Zeit. Ja, es ist ein Qualitätsprodukt. Es ist etwas, was mit viel Leidenschaft verbunden ist, was aber halt auch wirklich nicht zu beschleunigen ist. Einige Sachen versuchen wir zu beschleunigen und dafür haben wir die Blended Whiskys,
um halt zumindest im Aromaprofil dahin zu kommen, was wir vielleicht halt auch erwarten würden von einem gut ausgelagerten Whisky. Aber ich freue mich halt schon sehr darauf, dass in 2-3 Jahren dann halt doch wieder ein paar wunderbare Age-Statements auf der Flasche stehen. Im Moment gibt es die, ich habe gerade dem 4-Jahreszeiten-Hotel in Hamburg, was ein tolles Restaurant Nikkei 9 eröffnen wird, den 40-jährigen The Nika präsentieren können und sie haben ihn aufgenommen. Ehrlich gestanden habe ich das für die so ein bisschen exklusiv gehalten. Ich hatte die Möglichkeit, auf 4 Flaschen zurückzugreifen. Die haben die bekommen und die dürfen damit jetzt arbeiten in ihrem Restaurant. Aber ich glaube, dass in den nächsten Jahren da auch noch ein bisschen mehr auf uns zukommt. Mhm. Ihr habt ja verschiedene Sachen im Projekt. Ihr habt Single Malt im Portfolio. Ihr habt diese ganzen Coffee Malt. Mhm. Kommt ja von der Coffee Still. Wie groß kann ich mir so die vorstellen, die Coffee Still? Ist das so eine kleine Coffee Still, wie wir ihn jetzt von Koval kennen? Oder ist das so eine riesige, wie wir sie von Heaven Hill kennen? Wo dann am Ende so ein Spirit Safe Rohr rauskommt? Wie groß ist eure Coffee Still? Na, ich merke, du bist weit gereist. Das Leben als Blogger ist ein tolles Blogger, weil man ein tolles Leben, weil man wird eingeladen, man reist, man kriegt tolles Essen. Hat es heute geschmeckt? Ja, oh ja, war super. War super, so sehr gut. Das nur einmal dafür, das Essen ist lecker, wenn wir einladen, ja? Nein, es ist eine sehr, sehr große Anlage. Sie geht, man kann sich das vorstellen, so über 4 bis 5 Stockwerke hoch. Oh, okay. Das, was da unten rauskommt, ist schon auch so ein großes Rohr. Das ist schon gewollt, weil Masataka Taketsuru, nachdem er oben im Norden auf Hokkaido in Yuichi in seiner ersten Destille extrem traditionell arbeitet und gearbeitet hat, auch heute noch mit direkter Befeuerung arbeitet, also nicht mit Wasserdampf, sondern wirklich unten die Kohle reinschiebt. Es gibt kein Thermometer, es gibt keinen Computer. Dort in Yuichi wird ganz traditionell gearbeitet. Miyagikyo, die zweite Distille, in der neben den Potstills halt auch eben die von dir erwähnten Coffee-Stills stehen, arbeitet halt sehr, nennen wir es mal effizient und hat damit die Möglichkeit, unglaublich viele Destillate herzustellen. Insgesamt reden wir bei Nika von rund 3000 Destillaten. Die hergestellt werden, die dann den Masterblendern, insgesamt 6, zur Verfügung stehen, um dann halt solch wunderbare Produkte herzustellen. Sehr interessant. Ja, Yoichi ist ja auf Hokkaido. Mhm. Da oben, habe ich gehört, ist es sehr kalt. 7 Meter Schnee, bis zu 7 Meter Schnee gibt es, man kann schön Skifahren. Ist da irgendwas dahinter? Hat das Klima so einen wahnsinnigen Einfluss auf den Whisky? Ist das gewollt? Oder? Absolut. Masataka Taketsuru ist ganz bewusst nach Hokkaido hoch, nach Yuichi gegangen, weil er dort einfach Klimaverhältnisse vorgefunden hat, wie er sie in Schottland kennengelernt hat. Salzige Winde, viel Einfluss vom Meer, viel, auch der Temperaturunterschied ist wichtig, weil du hast halt Holz als Naturprodukt und dieses Holz dehnt sich bei Wärme aus und bei Kälte zieht es sich zusammen. Mhm. Und alles, was an Whisky in diesem Fass ist, geht natürlich einmal ein bisschen mehr ins Holz und einmal ein bisschen weniger ins Holz. Also wenn es sich auseinanderzieht und zusammenzieht. Und das hat natürlich Einfluss auf das Produkt am Ende, weil du viel mehr Holztöne extrahierst, wenn du diesen Whisky im Fass quasi in Bewegung bringst. Mhm. Okay, wir haben ja einmal haben wir Yoichi, hoch im Norden, schroff, kalt. Jetzt haben wir unten, ich kann mir den Namen so schlecht merken. Miyagikyo. Guck mal, ich habe sie hier aufgeschrieben, wir haben es extra auf die Flasche extra geschrieben. Auf die Flasche. Miyagikyo. Oh, schwierige Namen. Denk einfach an Karate Kid, Miyagi-san, ja? Okay. Auftragen, polieren, dann weißt du genau, worum es geht. Okay, Miyagikyo, Gegend Sendai, denke ich, ist es, in der Nähe von der großen Stadt Sendai. Und da war ja auch Fukushima. Habt ihr Produktionsausfälle gehabt? Ist da weitergegangen? Habt ihr mal nachgemessen, ob ihr Probleme habt? Wie sieht's nachgemessen da aus? Wurde natürlich, Produktionsausfälle gab es auch. Produktionsausfälle gab es aber eher aufgrund der Elektrizität. Oh, ja, okay. Es war dann halt einfach irgendwann kein Strom mehr da und dann konnten auch wir nicht weiterarbeiten. Bezüglich der Strahlenbelastung gibt es bei uns gar kein Problem, weil, wie du weißt, hat sich all das, was an Belastung dort war, auf das Meer rausgegeben. Wir sind aber nicht am Meer, wir sind im Inland und wir sind ein bisschen höher. Und demzufolge Wasser, was wir benutzen, das Gletscherwasser, das Quellwasser, wie auch immer,
das fließt ja selten von unten nach oben. Mhm, und ja. Demzufolge sind wir, wenn wir ein bisschen weiter oben sitzen, davon natürlich gefeit, dass wir da irgendwelche Probleme mit haben. Es wurde aber natürlich extremst nachgemessen, extrem kontrolliert, sonst könnten wir diese Produkte gar nicht verkaufen, das ist wie mit jedem anderen Lebensmittel auch. Mhm. Und wenn wir in Japan an den Perfektionismus denken, dann hört er da nicht auf, wo es Probleme gibt, sondern fängt da eigentlich erst an. Also es gibt keine Probleme und selbst wenn es welche gegeben hätte, würde uns das bei dem, was hier in der Flasche ist, noch nicht stören, mhm. weil wir dann natürlich einfach Produkte haben, die schon wesentlich älter sind als ja. der Vorfall. Da ist immer so die Frage, hätten wir jetzt dann irgendwo aufpassen müssen, wann kommen die Jahre von Fukushima? Ja, brauchst du dir keine Gedanken machen, wie gesagt, das ist alles getestet und wie gesagt, dadurch, dass wir höher liegen, ist das auch recht einfach zu begründen und da wir im Landesinneren liegen und nicht an der Küste, haben wir da halt auch wirklich nichts mit zu tun. Mhm. Okay, noch eine andere Frage, wir haben in Asien, es ist ja ganz weit weg von Europa, es ist auch nicht Amerika, wir haben die japanische Eiche. Nutzt ihr regionale Eiche für eure Fässer oder wo nehmt ihr denn die Fässer her? Es war so, dass ganz am Anfang Masataka Tagatsuru und sein Team sicherlich darüber nachgedacht haben, auch die japanische Eiche mehr ins Spiel zu bringen, weil es natürlich dann nochmal ein Alleinstellungsmerkmal ist. Mhm. Er hat noch relativ schnell festgestellt, dass der Mehrwert der japanischen Eiche nicht so wirklich gegeben ist. Es ist eine sehr kompakte Holzart. Mhm. Und diese kompakte Holzart lässt relativ wenig Oxidation zu. Man möchte aber gerade in den ersten Jahren relativ viel Oxidation zulassen, um natürlich diesen Whisky sich halt auch entwickeln zu lassen. Und deswegen ist Masataka Tagatsuru schnell dazu übergegangen zu sagen, er hat den Großteil seiner Whiskys, genauso wie in Schottland, erst einmal in amerikanischer Weißeiche, die vorher Bourbon beinhaltet hat, gelagert und geht dann, ähnlich wie in Schottland auch, dazu über, einen Sherry Cask Finish zu machen, einen Portwine Cask Finish etc. Also das Finishing ist auch da sicherlich bei, kannst du dir vorstellen, über 3000 unterschiedlichen Destillaten ein großes Thema, damit man auch eine große Bandbreite an Aromen hat, die man dann später halt auch wieder miteinander vermehlen kann. Da bin ich mal gespannt. Also so viele verschiedene Destillate. Ich kenne es jetzt von Amerika, da war ja Four Roses sind da die Spitzenreiter, 2 Hefen, 5 Mashbills, machen da ihre verschiedenen Rezepte drauf, aber so viel wie ihr haben die natürlich nicht. Da bin ich echt mal gespannt, wenn ich euch besuche, ja. wie das denn wird. Ja. Ja. Ja, lass uns doch nochmal einen probieren. Ich dachte, du fragst nie. Aber lass uns, weil wir jetzt vorher schon die paar anderen probiert haben, du greifst zielsicher zur richtigen Flasche, zum 12-Jährigen. Jo, auf jeden Fall. Ja. Soll ich dir noch ein bisschen was dazu erzählen oder hast du vorhin aufgepasst? Ja, ich habe aufgepasst, aber du kannst es gerne nochmal erzählen, weil dann doch noch Leute Publikum, sind. Dem Geneigten. Wunderbar. Genau. Nein, The Nika 12, ganz bewusst, ist zum 80-jährigen Jubiläum der Yuichi-Distille damals auf den Markt gekommen. Und es ist eine Mischung, der erst einmal ein Coffee Grain zur Grundlage liegt. Und dann haben wir einen Blend weiterhin aus Miyagikyo und Yuichi Whiskys, die dann schlussendlich diesen Blend machen. Und dieser Blend wird dann 12 Jahre lang gelagert. In diesem Fall in amerikanischer Weißeiche, die vorher Bourbon beinhaltet hat. 43 Volumenprozent steht dem Ganzen zugrunde. Und für mich, ja, so ein bisschen die Königsdisziplin. Das ist ein unglaublich zugänglicher Whisky, der mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht. Das ist so der, den ich neben meinem Dalmore, Entschuldigung, dass ich das hier auch einbringe, am Weihnachtsabend sicherlich genießen werde und mich jetzt schon voller Vorfreude mit dir diesem Schluck hingebe. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Oh, warte mal, man sagt, ich habe es vorher noch gehört, nicht Gambei, das sagen die Chinesen, sondern Kampai. 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 Sag du es mir, ich bin voreingenommen. Ich finde, was ich jetzt bis jetzt hier hatte, es ist schön rund. Mhm. Wir haben eine gewisse Süße drin. Mhm. Komischerweise, vorher hatte ich weniger Fruchtigkeit. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Fruchtigkeit. Mhm. Also mir gefällt es. Und im Abgang habe ich jetzt so ein bisschen säuerliche Zitrone. Ist eine leckere Geschichte. Also ich hätte... Ich hab immer ganz, ganz viel... Aprikosen, Mirabellen. Ich bin nebenbei halt auch großer Fan von tollen Obstbränden und muss ehrlich gestehen, dass
der mich immer an so ein bisschen gelagerte Mirabellen, Marillen, Brände erinnert. Ich finde es die Trinkbarkeit, die Einfachheit, das ist es nicht so ein herausstechender, du hast nicht dieses riesen Torfmonster, du hast nicht eine alkoholische Schärfe fehlt mir fast völlig. Also er ist schön sanft, aber er ist nicht so wie die Amerikaner sanft und extrem süß, sondern sanft gepaart mit einer leichten Süße, bisschen Vanille, bisschen Karamell, bisschen Banane, bisschen Früchte. Ja, hast du absolut recht. Und ich finde, das ist halt das, was japanischen Whisky in seiner Perfektion halt auch ausmacht. Weißt du? Ich meine, am Ende kann man natürlich sich sehr, sehr stark auf Tradition beziehen. Das ist eine Art und Weise, daran zu gehen. Und das finde ich auch toll und das macht mir oft auch sehr, sehr viel Spaß, weil man dann so eine degustatorische Zeitreise macht. Aber in dem Moment, wo ich jetzt an Nika denke, denke ich an Perfektion, denke ich daran, dass jemand wirklich auf den Punkt gebracht ein Produkt macht, was für mich ohne Ecken und Kanten einen Genussmoment verschafft. Kann jetzt hier sitzen und muss gar nicht ganz verkopft darüber nachdenken, was da passiert, sondern kann jetzt genießen. Und der Bartender sagt mal, ich kann jetzt mal laufen lassen. Mal laufen lassen, okay. Ganz genau. Lass mal laufen, nimm noch mal einen Schluck, komm, auf. Kampay. Nee, ich muss noch lernen. Echt eine leckere Geschichte. Also, ich bin sehr gespannt auf die Produktion. Und vielen Dank für die Einladung. Total gerne. Und ja, wir hatten auch noch, stimmt, bevor ich es vergesse, wir hatten auch noch ein paar Drinks hier. Welchen würdest du jetzt als ehemaliger Barmann zum Mixen eher empfehlen? Also, ehemaliger Barmann stimmt nicht, weil Barmann ist man, glaube ich, sein Leben lang. Und ich fühle mich auch immer noch als Barmann. Ich bin so... weißt du, ich kann jetzt im Moment unglaublich viele Geschichten erzählen, wie ich sie vorher an der Bar auch erzählt habe, ohne dass ich danach Gläser spülen muss und ohne dass die Bongmaschine rattert. Aber eigentlich mache ich den gleichen Job wie vorher und fühle mich natürlich immer noch als Barmann, weil das ist ein Beruf, der von Berufung kommt. Und dass ich jetzt ein bisschen mehr rede und ein bisschen weniger mixe, ist sicherlich auch für mein Übergewicht und mein Alter ganz gut. Aber bei den Drinks gibt es nicht diesen einen perfekten Drink. Und das ist das, was wir eingangs bezüglich der Omakase-Situation besprochen haben. Omakase bedeutet ja, dass dir der Barmann oder der Sushi-Chef oder wer auch immer ansieht, was jetzt der richtige Drink, das richtige Essen für den richtigen Moment ist. Wenn du nach Japan reist, wirst du das in diesen kleinen wunderbaren Bars auch erleben. Geh bitte unbedingt in die Bar High Five. Ein ganz fantastischer Ort der Trinkkultur. In welche Stadt? Das müsste im Ginza-Distrikt sein, in Tokio. In Tokio, okay. Das ist Ueno-san, Hidesugu Ueno, dessen kleines Abzeichen ich hier auch trage, wenn du jetzt bitte zoomst, lieber Kameramann. Das ist so, Kameramann ist auch so ein geiler Beruf, weil ich wäre so gerne als Kind, als ich 1, 2 oder 3 geguckt habe, das Kamerakind gewesen, weil dann wäre jetzt der blaue Rand, dann sieht man, dass das Kamerakind das Bild macht. Großartig. Dieses kleine Abzeichen ist von Ueno selber aus seiner Bar. Das hat er eine Zeit lang immer für seine Jubiläen in seiner Bar gemacht. Seine erste Bar, High Five, war im 4. Stock eines Hochhauses. High Five hat er gewählt, weil er sagt, es ist ein so unglaublich positiver Moment, wenn man sich hier High Five gibt. Okay. Und deswegen hat er seine Bar High Five genannt. Man freut sich. Man freut sich. Und gerade in einem Ort wie diesem wirst du erleben, dass Menschen sich um dich kümmern. Und dass Menschen für dich den perfekten Drink, für den perfekten Moment heraussuchen. Auch wenn ich Whisky-Botschafter bin, ist es doch so, dass ich wie vorgestern in Berlin an der Bar sitze und auf nichts mehr Lust habe als auf einen schönen, trockenen Martini-Cocktail. Vielleicht habe ich auch mal Lust auf einen Mai Tai. Auch wenn ich Whisky-Botschafter bin, mag ich mal einen Rum-Drink. Ja? Auch ich selber habe natürlich mit vielen unterschiedlichen Spirituosen-Drinks entwickelt und es gibt nicht diesen einen perfekten Drink, sondern es gibt den Drink, der in diesem Moment perfekt passt. Ah, okay. Also kann man im Grunde alle nutzen, man muss nur den richtigen Moment dafür finden, richtige Stimmung und eben die richtige Person dafür, die das dann mag. Ganz genau. Ja, gut. Dann, jetzt vielen Dank. Gerne. Super Einladung. Ich fand sie alle klasse. Am besten gefallen hat mir aber der 12er. Dann trinken wir ihn jetzt aus. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Vielen Dank.
Ich kann das. Meins ist leer. Bei mir auch ein bisschen mehr drin. Also, alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn Sie auch noch Freunde haben, die sich für japanischen Whisky interessieren könnten, dann teilen Sie es doch gerne mit Ihren Freunden. Vielen Dank. Sehr schön. Dankeschön.